Hallo meine lieben Freunde, hier ist mal wieder der Matze. Heute gibt's ein Video, einen Videobericht, kann man sagen, über Angelos Geburtstag, die Feier, die es eben gestern gab. Bei keinem geringeren als unserem Holzwurm zu Hause, bei unserem Franz. Aber fangen wir noch ein bisschen kleiner an. Ich rauche gerade nichts. Ganz einfach deswegen. Jetzt kommt der Wind, dieser Bastard. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Es ist halt nun mal der Herbst und es windet. Ich hoffe, es geht trotzdem. Nicht, dass ich zu viel Ausschnitt zeige. Warum rauche ich keine? Weil ich hatte ja zwei große Töpfe gestern. Köpfe. Und ich rauche ja nie so viel. Und es waren jetzt zwei Pfeifen direkt nacheinander. Am selben Abend sozusagen. Am selben Tag. Ich weiß, für viele wäre das Dienstagvormittag. Einfach zwei Pfeifen. Aber für mich ist es viel. Deshalb mache ich jetzt heute mal Pause. Sonst würde es mir auch nicht mehr schmecken. Fangen wir mal an damit, dass ich überhaupt dankbar bin, da dabei gewesen zu sein. Warum? Aus vielerlei Gründen, weil ich diese ganzen Personen, die da kamen, der Günther mit Frau und der Holzwurm sowieso, der Angelo, der Tom, der Joe, über den ich mich sehr gefreut habe, dass der auch da war, dass ich die mal wiedersehen wollte. Und zweitens, ich hatte ja am 10.10. Geburtstag und ich hätte gerne genau das gemacht, was der Franz und der Angelo ebenfalls gemacht haben. Insofern war das super praktisch, dass das einfach an diesem Samstag stattfand. Da brauchte ich gar keine Geburtstagsfeier für mich nochmal machen. Das war super praktisch. Vielleicht schmeißen wir es nächstes Mal von vornherein gleich zusammen und machen dann eine Monsterparty dran. Ich komme an. Das Ladi hat mich abgeholt auf diesem Wege. Nochmal vielen Dank für die Fahrerei. Und ich komme da an und da stehen schon viele Fahrzeuge und da stehen sie schon. Und man kennt natürlich schon seine üblichen Verdächtigen. Die üblichen Pappenheimer standen schon da. Und dann ging es zur großen Begrüßung. So gut wie jeder, der mir wichtig war, war da. Sehr schön. Sehr schön war es. Dann komme ich an und ich war ja noch nie beim Franz. Und dann, ich war ein bisschen überrascht, dass er wirklich so direkt an der Straße wohnt. Aber der hat ja da Platz, trotzdem ohne Ende. Schönes Haus, das ist genau mein Ding. Ich stehe auf so hier und da Fachwerk und so weiter. Das ist ja was, was ich immer schön finde. Und ein Partyzelt vom anderen Stern mit Sitzbänken und bequem war es und Heizlüftern und Getränke noch und nöcher. Also ganz, ganz fantastisch und liebevoll gemacht. Und dann zaubert der Franz auch noch eine Country-Band aus dem Hut, ein Country-Duo, die wohl normalerweise zu dritt sind, wie mir der Bassist gesagt hatte. Aber jetzt waren sie bloß zu zweit da. Das war auch ein Traum. Ich bin ja riesen Country-Fan. Und dann zieht er auch noch eine Country-Band aus dem Hut. Das war natürlich der Oberwahnsinn. Und auch hier sage ich wieder, ich hätte am liebsten für mich genau so eine Party gemacht. Insofern war es perfekt. Hätte gar nicht schöner sein können. Schäufele gab's und Kuchen noch und nöcher. Der Angelo hat einen Pfeifenkuchen aufgefahren, der brutal war. Super gut auch. Und dann auch noch Mim Joe zusammen Country-Songs mitsingen. Das war Wahnsinn. Das war so ein schöner Tag und Abend. Super, super toll gemacht, alles. Der Renato, dieser verrückte Hund,
hat mich dann auch gleich überrascht mit Geburtstagsgeschenken, Plural, die mich dann nochmal völlig umgeblasen haben. Also, Renato, du bist wahnsinnig. Erstmal eine Peter Lehmann Pfeife, die ich dann dort auch gleich geraucht habe. Und die finde ich sehr schön. Ich habe noch keine Pfeife, die so nach vorne geneigt ist. Insofern vervollständigt das meine Sammlung ganz hervorragend. Sie liegt unglaublich schön in der Hand. Liegt unglaublich schön in der Hand. Recht großer Kopf. So ein richtiger Kocher. Ja, diese Pfeife macht sehr viel Spaß. Verarbeitung hervorragend. Raucht sich gut. Schmeckt gut. Genau. Also eine ganz tolle, schöne Pfeife. Großer Kopf, schön glatt. Richtig schöner Kocher. Hat mir Riesenfreude gemacht. Und da drin geraucht habe ich einen neuen Tabak, den bestimmt schon viele von euch kennen. Ich kannte ihn noch nicht. Red Virginia, Havanna und Brasil Blattgut, Burley und Perique. Den musste ich probieren. Red Virginias liebe ich sowieso wahnsinnig. Mit Perique auch noch super. Ich bin auch noch Burley-Fan. Havanna und Brasil war für mich jetzt so ein bisschen schwierig, weil ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass der so ein bisschen ins Zigarrige reingehen könnte vom Geschmack her. Aber so war es nicht. Die Rede ist vom Njala. Njala von HU. Fantastisch. Darüber würde ich aber gerne mal ein separates Review machen. Fantastisch. Ich habe die erste Pfeife geraucht mit diesem Tabak und habe gewusst, du bleibst bei mir. Dich kaufe ich wieder nach, wenn du leer bist. Der ist ganz, ganz toll. Ja, aber das war's noch nicht beim Renato. Er hat mir noch was geschenkt. Und zwar das hier. Ein Roman Peter Pipe Tool. Ich dachte, wie ich es gesehen habe, dachte ich, es ist ein Feuerzeug. Irgendwie hier klappe ich es weg und dann ist hier das Reibrad drunter. Aber dann habe ich es erkannt. Das ist ein Pfeifenbesteck. Mit magnetisch. Hier ist der Pfeifenstopfer drin. Hier Pipe Tool. Und ihr seht, es funktioniert magnetisch und hier oben ist der Dorn drin. Alles in unfassbarer Qualität. Unfassbarer Qualität. Das ist so raffiniert gemacht, dass dieser Mechanismus, nenne ich es jetzt mal, so reibungslos und so schön funktioniert, dass auch nichts scheppert, nichts wackelt. Das Ding ist gefühlt wie aus einem Guss. Ein wunderschöner Handschmeichler. Hat auch ein bisschen was von so einem Fidget-Toy, wenn man das so in der Hand hat. Ja, also in der Qualität, ich würde sagen, unschlagbar. Hat mich völlig weggehauen, das Ding. Brutal. Hat mich gefreut, dass ich fast losgeheult habe, so ungefähr. Also unfassbar. Renato, tausend Dank. Ja, und dann wurde es später und später und es wurde getrunken und gelacht und gesungen und gegessen und tolle Gespräche gehabt wieder mal. Ich hänge noch ein paar Fotos hinten dran, ein paar Fotos, die ich habe, so ein paar symbolische Fotos. Es werden ja noch Videos folgen.
weil 3-4 Leute auf jeden Fall dort gefilmt haben. Der Tom hat gefilmt, natürlich der Jürgen, der Erwin hat gefilmt. Es wird auf jeden Fall ein paar Videos darüber geben. Ja, also ein ganz, ganz fantastisches Pfeifentreffen, ein fantastischer Geburtstag. Ich hoffe, dass das Geburtstagskind den Tag genießen konnte. Das war ja das Wichtigste. Und ja, ich freue mich auf nächstes Jahr. Wir werden jetzt eh wieder so ein klein bisschen mehr Pfeifentreffen machen. Ich glaube, dass da so ein klein bisschen was hochkocht. Ich habe ja jetzt mit meinem Treffen in Andex da noch was Zusätzliches mit in den Ring reingeworfen. Aber die Pfeifentreffen kommen jetzt wieder. Schön war halt, dass man drin sitzen konnte auch. Das ist natürlich im Hochsommer nicht so schwierig. Da kann man einfach sich draußen hinsetzen. Aber perfekt gelöst, das Problem. Und es war ganz, ganz toll. Ja. Ich finde, man fühlt sich bei dieser Community auch immer gleich sehr wertgeschätzt. Sehr wertgeschätzt. Man kann sofort mit jedem, den man sogar vielleicht noch nicht kennt, ja, sag einmal Grütze, Fünferl, was ist denn das jetzt? Kann sofort mit jedem reden, es ist sofort ein cooles Gespräch, es ist sofort nett, es ist sofort cool, also Wahnsinn. Also nochmal vielen Dank für diese schöne Feier. Toll war's, schön war's. Und hier kommen noch ein paar Impressionen, wobei es davon YouTube-Kollegen, wie gesagt, noch schönere Videos geben wird. Ja, ich melde mich ab. Bis zum nächsten Mal.